Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Heute geht es um das Thema Schönbau. Ich warne schon mal vor, es könnte ein etwas längeres Video werden. Und wie wir sehen, wir sind auf der Stuttgart Map, ja, meine aktuelle Schönbau Map. Und da möchte ich euch einfach mal ein bisschen was zeigen. Es fängt schon mal an hier am Hauptbahnhof, ja. Wenn ihr extremen Schönbau machen wollt, dann holt euch mal eine Karte, ja. Wie zum Beispiel, ich sage auch mal, die Norddeutschland-Karte, was ja released wurde, oder die Schweiz-Karte ist auch sehr interessant. Und baut da einfach mal so ein bisschen die Städte nach. Da gibt es auch eine schöne Seite, die blendet ihr euch jetzt ein. Da könnt ihr den Schienenverlauf genau euch anschauen, und wenn ihr sogar die Gleisgeschwindigkeiten haben möchtet, so wie ich, könnt ihr die dort auch anschauen. Ja, also wir fangen hier am Hauptbahnhof an. Ich lege eigentlich meine Straßen um den Hauptbahnhof immer selber, weil ich möchte gern um den Hauptbahnhof bestimmen, wie sich die Stadt entwickelt. Ja. Also ich möchte jetzt hier nicht so einen Salat haben, sondern ich möchte halt eine schöne gerade Straße am Bahnhof haben. Hier genauso. Dann hier eine Überquerung, weil die muss einfach her, damit die Leute nicht hier komplett außen rumfahren müssen. Und was ich euch empfehle, ladet euch den Schotterbett-Mod runter. Das ist dieser hier. Denn dadurch habt ihr diese Grünflächen nicht mehr zwischen den Schienen und ihr könnt schöne gerade Strecken parallel zueinander ziehen. Finde ich, es sieht echt super aus, auch wenn wir hier nach hinten schauen. Ja, das sieht einfach nach was aus, wenn hier jetzt ein Schotterbett drin ist und nicht diese Grünfläche. Und was ich halt auch unter Schönbau verstehe, ist schöne Schienentrassen legen, ja, logische, also nicht jetzt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, 40er Gleise, ja, außer es ist natürlich drin, weil das gehört halt für mich auch in den Schönbau mit rein, wenn wir jetzt meine Sicht angucken. Wenn ihr da in eurem Schönbau das nicht so seht, dann könnt ihr das ruhig machen, ja, aber ich würde es nicht machen. Was ich auch wichtig für Schönbau finde, ist diese Schallschutzwände, denn die armen Anwohner möchten ja nicht gestört werden von dem Zuglärm. Deshalb gibt es im Steam Workshop als auch im Forum diese Schallschutzwände. Was ich euch auch empfehle, allein für die Performance, ladet euch, nicht so wie ich es gemacht habe, ladet euch eine Map ohne Bäume her. Komplett ohne Bäume, also dass es nachher so aussieht. Nicht so wie hier. Das spart erstens mal Performance und zweitens mal könnt ihr dann später eure Bäume selber setzen. So wie hier und da. Da wo ihr halt möchtet. Ne? Ich könnte jetzt hier noch entlang Bäume platzieren. Und das, ja gut, das sollte natürlich nicht sein. Das sieht dann halt auch deutlich hübscher aus, wenn hier mal so ein Busch dazwischen drin ist, ja. Deshalb, was jetzt? Sehr gut, okay. Deshalb auch immer darauf achten, wo ihr die Bäume hin platziert. Also es nicht einfach mitten auf die Schiene platzieren. Das geht natürlich nicht. Zudem noch einen zweiten Tipp, warum ihr diesen Schotterbett-Mod aktivieren sollt. Ihr seht, die NPCs bauen Bäume, und zwar von selbst. Und hätte ich jetzt hier diesen Schotterbett-Mod nicht, würde der Baum vielleicht noch dichter hierhin platziert werden, weshalb dann der Baum in die Schiene reinragt. Und wenn man dann eine Mitfahrt macht, das sieht einfach furchtbar aus. Hier zum Beispiel auch. Haben wir noch irgendwo eine Strecke, wo ich es euch zeigen kann? Ich überlege gerade. Hier hinten.
Hier sieht man's. Ich habe hier den Schotterbett-Mod noch nicht, deshalb werden die Bäume hier ziemlich dicht an die Gleise gepflanzt. Das sieht einfach furchtbar aus für den schönen Bauer. Deshalb auf jeden Fall diesen Schotterbett-Mod aktivieren. Was ich auch als Schönbau finde, ist eine gute Platzierung der Bahnhöfe als auch gut ausgebaute Städte. Wenn ihr das nicht hinbekommt, dann einfach mal ein paar Videos davor anschauen, denn da wird, glaube ich, der Städtebau beschrieben. Ja, zumindest der städtische Nahverkehr. Deshalb würde ich niemals einen Bahnhof irgendwo hier in die Pampa reinsetzen, sondern immer schön hier im Zentrum, ja, hier im Zentrum von den zwei Städten. Also niemals irgendwo mitten in die Landschaft reinplatzieren. Das sieht einfach furchtbar aus, auch wenn man nachher dann mit dem Zug mitfährt. Man fährt einfach in nichts. Also man fährt einfach nur in den Bahnhof ein, da ist außenrum nichts. Und das finde ich halt, naja, sieht auch nicht schön aus. Was ich auch zum Schönbau zählen lassen würde, sind Abstellgleise. Also wirklich Abstellgleise, die an einem Bahnhof dran sind, hauptsächlich am Hauptbahnhof, wie es hier in Stuttgart ist. Ja, da ist hier dieses Bahnbetriebswerk bei mir. Und hier mit diesem Betonsockeln finde ich auch eines der wichtigsten Elemente in Sachen Schönbau. Denn dieser Erdhügel, das, ja, ich glaube kaum, dass sowas hier auf einem Erdhügel stehen würde. Da passt halt hier diese Betonwand einfach besser da dazu. Leider lässt das Geländetool nicht mehr zu, dass man hier das gerade machen kann, sonst hätte ich das schon längst gemacht. Das geht leider nicht mehr, weil das Geradziehen hat sich deutlich verändert. Und ja, deshalb würde ich es jetzt einfach so lassen. Sieht auch nett aus, da ist hier noch ein kleiner Hügel und dann ist die Wand, aber sieht meiner Meinung nach auch ziemlich hübsch aus. Und dann hier noch ab und zu ein paar Steine dazwischen, ja. Und natürlich viele Bäume pflanzen. Ich pflanze liebend gerne Bäume. Ich platziere die auch immer ineinander, damit es einfach dicht aussieht. Ja. Damit man da fast nicht mehr durchsieht. Hier wird es dann wieder ein bisschen weniger, warum auch nicht, ja. Aber baut keine sinnlosen Strecken, weil, ja, das finde ich irgendwie ein bisschen hässlich. Auch wenn ihr euren Hauptbahnhof habt, tut so viele Gleise zusammen, wie es geht. Das finde ich auch immer sehr schön. Macht Gleiswechsel rein vor dem Bahnhof. Es sieht immer schön aus, wenn der Zug sich hier so durch die Weichen schlängelt. Und ja, baut nicht nur zwei Gleise, ihr könnt auch mehr machen. Was ich auch als Schönbau deklarieren würde, ihr spielt ja da nicht auf Profit. Deshalb würde ich sagen, macht die Linien, wie ihr wollt, ja, wie sie euch lustig sind, wie sie euch gefallen. Und lasst ab und zu auch mal hier einen Güterzug durchfahren. Hier bei mir wird es nicht passen, weil hier ist ja ein Kopfbahnhof und in echt fahren hier auch keine Güterzüge durch. Denn ich halte mich hier ziemlich genau ans Original, ja, oder so gut wie es geht. Und hier fahren halt einfach keine Güterzüge durch in Bad Cannstatt. Aber hier hinten könnte ich zum Beispiel sagen, hier in Winnenden fahren ab und zu Güterzüge durch. Dann schickt da ein Güterzug durch, das sieht immer gut aus. Dann baut natürlich nicht zu viel an Schienen, also baut hier eine Strecke durch und baut hier nicht nochmal eine, finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Ja, dann baut lieber den Nahverkehr aus mit Tram oder mit Bussen oder mit, ja, gibt da bloß Tram und Busse. Sagt der Stadt, wo sie hinwachsen soll. Das geht ganz einfach, indem ihr ein Gleis nehmt und die parallel zur Straße platziert, weil dann kann dort kein Haus und keine Straße mehr gebaut werden. Das heißt, die Stadt sucht sich dann automatisch den Weg, der noch frei ist,
Bestes Beispiel wäre vielleicht hier Ostfiltern. Da habe ich gesagt, bau nicht mehr hier nach hinten, denn ich möchte, dass du mehr in die Richtung wächst. Dann habe ich halt hier der Stadt Platz gelassen, wie hier auch. Hier kann sie noch überall ein bisschen ausbauen. Genauso wie Stuttgart. Stuttgart hat eigentlich fast keine Möglichkeiten, wie hier nach unten auszubauen. Denn hier ist alles schon, ja, voll. Hier habe ich gesagt, nicht bauen, weil das kommt erst später. Hier kann man es auch nochmal sehen. Hier möchte ich halt nicht, dass die zwei Städte zusammenwachsen. Und da habe ich halt gesagt, hier komplett alles zu mit Schienen, dass hier nichts mehr gebaut werden kann. Und habe halt der Stadt die Möglichkeit gegeben, hier auf der anderen Seite auszubauen. Das heißt, die Stadt wächst jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite von der Schiene, wächst jetzt weiter. Finde ich sehr schön und könnt ihr auch gerne machen. Hier ist wieder ein Baum. Ja. Dann, was ich auch immer sehr schön finde, weil auch interessant zu bauen, ist ein Güterumschlagsplatz sehr groß, sehr interessant zu bauen und ist auch sehr ansehenswert. Falls ihr auch auf den Schönbau geht, empfehle ich euch auf jeden Fall den Debug-Modus zu aktivieren, weil dann könnt ihr selber eure Industrien setzen. Das heißt ja, ich habe hier alle Industrien, die es ja gibt, oder alle 6 Güter, die es gibt, habe ich hier zusammengefasst und ja. Wie gesagt, ich finde es schön, ich finde es gehört zum Schönbau und deshalb habe ich das auch bei mir so gemacht. Zudem ist Schönbau geht eigentlich sehr auf die Mods und die Mods gehen sehr viel auf den Videospeicher. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht so einen guten PC habt, vor allem nicht so eine gute Grafikkarte, dann wird Schönbau schon ein bisschen schwerer. Denn ihr braucht eigentlich im Grunde sehr viele Mods. Denn ich bin auch einer, ich habe jetzt sehr viele Mods von Train Fever nach Transport Fever konvertiert, weil mir die Mods einfach fehlen. Und weil ich die schön finde, wie hier zum Beispiel die Kesselwagen, die gibt es noch gar nicht. Die brauche ich halt einfach. Zudem bastelt man ein bisschen an der Streckenführung rum, ja. Baut mal eine Brücke drüber, lasst mal den unten durchfahren, baut dann nochmal eine Brücke drüber. Ja, macht's einfach mal ein bisschen crazy, würde ich mal sagen. Ich lasse es mal kurz so stehen, für manche, die es vielleicht mal anschauen möchten und ein bisschen nachbauen möchten. Ja. Dann lasst mal Güterzüge einfach mal auf Personenzügen oder lasst mal Personenzüge und Güterzüge auf einer Strecke fahren, warum auch nicht, ja. Und achte darauf, dass die Leute nicht ihre Häuser auf den Strecken bauen. Das finde ich auch sehr wichtig. Was können wir noch zum Schönbau sagen? Schaut halt darauf, dass alles gut aussieht, nicht so wie hier, ja. Guckt immer mal wieder, was ihr gebaut habt, ja, ob das auch so in Ordnung ist. Geht mal von weiter weg, von weiter oben, wie es dann aussieht. Ja. Geht mal nach ein paar Jahren wieder hin, ob sich vielleicht irgendwas getan hat, so wie bei mir hier die Häuser. Ja, finde ich furchtbar. Und für einen Schönbau auf jeden Fall den keinen Kostenmod reinmachen. Ihr möchtet ja schön bauen und da ist das Profitspiel eigentlich vollkommen Wurst, ja. Ansonsten würde ich euch noch als letztes empfehlen, macht keine Random Map, sondern sucht euch eine Map aus. Ich habe mir zum Beispiel meine Stuttgart Map rausgesucht, damals von Train Fever, habe die mir in das Xanos Map Tool geladen und habe mir die Städte selber platziert, denn ich wollte das wie in echt auch, ja, dass die Städte sind ja alle zusammengewachsen. Und hätte ich halt eine Random-Karte gestartet, da wäre eine Stadt hier, dann die nächste da, die nächste da, 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 da. Also so verteilt, dass die eigentlich kaum zusammenwachsen würden. Und das wollte ich halt nicht. Und wenn ihr das auch so möchtet,
wenn ihr zum Beispiel viel S-Bahn-Verkehr haben möchtet, so wie ich hier auf meiner Map, dann ladet euch eine Highmap in Xanos Map Tool. Dazu das Video ist unten in der Beschreibung und auch hier nochmal eingeblendet. Da schicke ich euch zu Xanos YouTube-Account, der das wunderschön erklärt. Da, ja, stöbert mal durch und wie gesagt, er erklärt ja alles. Das wäre es aber hier grundsätzlich dann von meiner Seite zum Schönbau, was ich immer als Schönbau betreibe. Ich habe auch schon ein paar andere Leute gesehen, auch im Forum oder auf Twitch. Die sind noch extremer. Ja, da kann ich euch mal das Profil unten in die Kommentare oder in die Beschreibung reinpacken. Da habe ich gerade einen im Kopf. Und da könnt ihr mal bei denen auch noch vorbeigucken, weil das ist echt unglaublich. Da bin selbst ich begeistert, ja, kann man schon fast sagen. Also da bin ich dann eher so, ja, der Anfangsschritt vom Schönbau. Aber ich habe auch schon oft gehört, dass die Maps sehr, sehr schön sind. Das freut mich auch, denn mir gefallen sie auch sehr gut, muss ich sagen. Falls euch das Video geholfen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und falls ihr noch weitere Fragen habt oder Probleme, egal ob es jetzt Schönbau oder irgendwas anderes ist, dann schreibt die unten in die Kommentare oder im Forum. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao.